Als Modell oder Prototyp gilt im Nachhinein Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Nur ist das nicht wirklich der erste Bildungsroman. Er gilt zwar als klassisches Muster, steht aber bereits am Ende einer ganzen Reihe von Romanen. Ursprünglich handelt es sich breiter gefasst um europäische Romane. Zunächst aus England mit den Tom Jones-Romanen von Henry Fielding zum Beispiel. Das waren Vorbilder. Wir haben es also mit einem Genre zu tun, das gemeinhin als deutsch gilt, obwohl es in einer europäischen Romantradition steht. Goethes Wilhelm Meister gelangte zu großer Bekanntheit. Nicht so sehr, weil er viele Leser hat, sondern weil er einen unglaublich wichtigen Platz in der Literaturgeschichte einnimmt. Es gab Anti-Wilhelm Meister Antworten auf Goethes Roman. Die meisten Schriftsteller des 19. und sogar des 20. Jahrhunderts bezogen Stellung für oder gegen Wilhelm Meister. Hinter dem Bildungsroman steht die Vorstellung, dass der Mensch vervollkommnungsfähig ist. Eine Idee aus dem 18. Jahrhundert, der Aufklärung, damals strahlend neu. Doch je mehr das 19. Jahrhundert voranschreitet, desto mehr wird diese Idee von Pessimismus getrübt. Maupassant ist meines Erachtens also etwas ganz anderes. Bei Dickens kämpft der Held. Er will es schaffen, auch wenn es ihn größte Anstrengungen kostet. Auch wird die Entwicklung des Helden in verschiedenen Lebensphasen beschrieben. Das entspricht vielleicht schon eher dem Bildungsroman. Wichtig im Bildungsroman sind außerdem Begegnungen. Der Held entwickelt sich anhand von diesen Begegnungen, Kontakten, eventuell Freundschaften, die er schließt. Das treibt ihn voran. Und ich denke, dieses Element finden wir auch bei Harry Potter. Freundschaft und Solidarität spielen hier eine Rolle. Er ist nicht allein. Aber Harry Potter hat auch besondere Fähigkeiten, Zauberkräfte. Der typische Held des Bildungsromans nicht unbedingt.